Der Ostermontag ist so ein Tag, an dem sehr viele unterwegs sind. Deswegen ist die Kirche auch halb leer, weil alle Familien besuchen oder einen Ausflug machen. Alles gute Dinge. Und dieses auf dem Weg sein gehört auch zum Ostermontag. Das ist das Evangelium, das wir gehört haben von den Jüngern, die auf dem Weg sind. Und das ist auch etwas Wesentliches für die Nachfolge, wenn man den Auferstandenen erkennen will. Die Jünger nach der Auferstehung Jesu begegnen ihm zuerst nicht als die Zwölf, als eine größere Schar, sondern er berührt die Herzen Einzelner. In kleinen Grüppchen erfahren sie, wer er wirklich ist, dass er der Messias ist, der von den Toten auferstanden ist. So Simon am Grab oder die Frauen am Grab, so auch heute die zwei Jünger, die unterwegs sind und in diesem Unterwegssein in einer kleinen Gemeinschaft erfahren sie Jesus. Das ist für mich der erste Hinweis darauf, wie wir in unserem Leben Christus erfahren können. Klar ist es wichtig, die großen Feste zu feiern, auch am Sonntag in die Kirche zu gehen. Das ist wesentlich, das sollte nicht fehlen. Aber die wesentlichen Erfahrungen mit Gott macht man meistens entweder alleine oder in einer kleinen Gemeinschaft, die den Glauben mit dir teilt. Das lehrt auch das Zweite Vatikanische Konzil und alle Päpste, die danach waren. Es wurde sehr oft von den Hauskirchen geredet. Gemeint waren eben solche kleinen Gemeinschaften, weil das auch die Überzeugung der Kirche ist, an das Wort Jesu zu glauben, dass er gesprochen hat, wo zwei oder drei in meinem Namen, da bin ich unter ihnen. Du brauchst nicht traurig sein, wenn du so eine Gemeinschaft nicht hast. Wenn du so eine hast, ist es schön. Aber wenn du keine hast, such dir eine. Weil Gott begegnet, weiß nicht warum, aber bevorzugt den Menschen auf solche Art und Weise. Unterwegs durch das Leben in einer kleinen Gemeinschaft, wo du deinen Glauben auch teilen kannst, wo du darüber reden kannst, was deine Zweifel sind, was deine Freude ist, was dein Leid ist. Und das auf Christus zu beziehen. Das tun auch die Jünger. Wenn sie da gehen, begegnet ihnen Jesus, sie erkennen ihn halt nicht. Aber was sie tun, aus dieser kleinen Gemeinschaft von zwei Jüngern entsteht etwas Größeres. Sie teilen ihren Glauben mit dem Dritten. Sie erzählen Jesus, was mit ihm eigentlich passiert ist. Ist nicht besonders interessant für Jesus wahrscheinlich, weil er war ja dabei, sie nicht, die Jünger, sie haben es nur gehört. Aber sie teilen ihren Glauben mit ihm, mit einem Fremden, den sie nicht kennen, also in diesem Moment. Und so funktioniert auch Kirche. Nicht durch die Verkündigung von Priestern wächst sie, sondern durch die Weitergabe des Glaubens in diesen kleinen Gemeinschaften, ob es Familie ist oder eine andere Gemeinschaft. Priester werden später gebraucht. Aber um den Glauben zu teilen, das ist eine allgemeine Berufung eines jeden von uns. Das gehört zum allgemeinen Priestertum in der Kirche, das Kraft der Taufe jeder inne hat. Wenn man weiter schaut, was da geschieht, für mich ist es auch ein schönes Bild, wenn Sie dann Jesus erkennen. Sie erkennen ihn bei etwas, das Sie schon mal gesehen haben. Also wenn du einmal eine Erfahrung mit Gott machst, wirst du ihn immer wieder aufs Neue erkennen können, weil du ihm begegnet bist. Und was mit ihnen dann passiert, also die Augen gehen auf, sie erkennen Jesus, aber das Wesentliche ist gleich danach, wo sie sich
erinnern, wie das war, wie sie mit Jesus gingen, diesen kurzen Weg. Und das sind auch Merkmale dafür, wie wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben erfahren können, wo wir sie festmachen können. Sie sagen zueinander, brannte uns nicht das Herz, als wir mit ihm redeten und er uns den Sinn der Schrift erklärte. Da, wo dein Herz brennt, aber so wirklich brennt, nicht, dass du dich für einen neuen Fernseher begeisterst, ist auch keine schlechte Sache. Neue Technik ist immer interessant, aber das ist hier nicht gemeint, sondern etwas, das dich leben lässt. Vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es etwas anderes, vielleicht ist es dein Einsatz auf irgendwelchem Gebiet oder dein Beruf sogar. Es kann auch sein, dass dort dein Herz brennt, auch wenn du dann am Computer sitzt und irgendwelche Tabellen ausfüllst. Wenn dein Herz dabei brennt, wenn du wirklich begeistert bist und dich diese Arbeit leben lässt, dort kannst du Gott begegnen. Klingt nicht besonders spannend, aber es ist halt so. Weil Gott schenkt dir dieses brennende Herz nicht ohne Grund. Ich habe zwar keine Ahnung, also wenn ich dann irgendwann am Computer sitze und spüre, dass mein Herz brennt, wo ich da Gott finden soll auf diesem Bildschirm, aber ich versuche mich darauf einzulassen. Und da, wo ich erkenne, mein brennendes Herz, seine Gegenwart in meinem Leben, da kann man ansetzen. Am Ball zu bleiben, es weiter zu verfolgen, das, was dich wirklich mit Freude erfüllt. Weil das ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Nimm es an, wie unbedeutend diese Tätigkeit für die Weltgeschichte auch sein mag. Nimm es als ein Geschenk an. Und bewahre dir dieses brennende Herz. Rede mit Jesus darüber. Sag ihm, Herr, da brannte mein Herz. Was soll ich weiter tun? Oder erzähle ihm, wie die Jünger, was passiert ist den ganzen Tag, bis dein Herz gebrannt hat. Teile deinen Glauben mit ihm, mit Jesus. Teile dein Leben mit ihm, mit Jesus. Dann wirst du auch seine Gegenwart immer wieder aufs Neue erfahren. Und das ist, was ich jetzt erzähle, das ist nichts Abstraktes, sondern das ist Wirklichkeit. So erfahren es die Jünger damals vor 2000 Jahren und so erfahren es seine Jünger heute. Brich auf von deinem Haus, also aus deiner Sicherheit heraus. Lasse dich auf den Herrn, der dich manchmal auf Wege führen wird, die du nicht kennst, die irgendwie komisch sind oder gefährlich oder langweilig. Lass dich auf ihn ein. Und der wird dir dieses brennende Herz immer wieder aufs Neue schenken können. Auch in Leid und Kummer. Das ist für Gott kein Hindernis. Es gibt in meiner Heimat, also es gab in meiner Heimat, einen ganz besonderen Priester. Der war ziemlich beliebt, obwohl, wenn man ihn anschaute, hat man sich immer gedacht, warum hat man ihn zum Priester geweiht? Weil er sah aus wie ein, wirklich wie geistig behindert. Er bewegte sich komisch, weil er auch einige körperliche Gebrechen hatte. Und seine Berufung war es, in einem Hospiz zu leben. Also er war Seelsorger in einem Hospiz, wo Leute einfach auf ihren Tod hin begleitet werden. Und seine besondere Berufung war es dann, dass er selber krebskrank wurde. Und die letzten 2 Jahre seines Lebens vor dem Tod entfaltete sich diese Gnade seiner Berufung auf unglaubliche Art und Weise. Also man kann sich das kaum vorstellen, wie so einem Priester, der ein bisschen stottert und die Worte nicht richtig aussprechen kann, weil der Krebs schon
ihn so beschädigt hat, wo er seinen Blick nicht auf einen Punkt fixieren konnte, der mit einem Stock gehen musste, wo ihm junge Menschen zugehört haben, als ob sie da eine Offenbarung hätten, der nichts Besonderes erzählt hat, eigentlich Dinge, die jeder weiß. Und trotzdem, der Grund dafür war, dass er Jesus dort begegnet ist, wo er gelebt hat, auf seine Art und Weise, wo er sich dieses brennende Herz bewahrt hat und ihm treu geblieben ist, trotz aller Widrigkeiten. Wer im Priesterseminar war, ganz am Anfang, haben ihm die Vorgesetzten gesagt, du wirst nie Priester werden, das geht nicht. Also geistig bist du gar nicht dazu fähig, das Studium fertig zu machen. Hat dann ein Doktorat in Dogmatik geschrieben, also irgendwie war er schon fähig. Aber er ist dran geblieben. Und so ist er auch dann gestorben, also als großer Zeuge des Glaubens an den Auferstandenen. Ich wünsche euch so ein Leben, also nicht Leben in Leid und gleich Tod, sondern sein Leben voller Begeisterung für Jesus, für seine Kirche, für deine Berufung. Ein Leben in Fülle, auch wenn vielleicht äußerlich Mangel herrschen mag. Ich wünsche dir vom Herzen ein brennendes Herz.